Aufnahme beenden und dann gucken, was los ist. Und dann sagt. Okay, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt wieder ein 174 gewechselt und jetzt scheint's wieder zu gehen. Also, ich habe die Aufnahme beendet, hat es immer noch nicht funktioniert. Minecraft neu gestartet, hat es immer noch nicht funktioniert. Ich habe Dingens. Habe jetzt in 174 wieder gewechselt und jetzt scheint's wieder zu gehen. Also irgendwo muss da noch ein Ladebug sein. Weil ich war hier in dem Raum. Das, was jetzt gerade passiert ist, ist vorhin passiert. Survived all 30 waves and won the minigame, bla bla bla. Ich drücke gleich mal den Button. Ah, verdammt, jetzt kommt es auch noch. Also, ich schätze mal, irgendwas ist in Minecraft im Snapshot. Ich meine, das ist ja klar. Aber irgendwas gibt's vielleicht noch einen Bug mit dem Laden? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder in 174 und ich werde auch drin bleiben. So lang bis Dingens. Bis irgendwie das mal entweder schon später Dingens aus Snapshot oder bis es ein. Bis das Update halt selbst rauskam. So. Ich weiß auch nicht, was da los war. Oh, das da unten rechts. Die Zahl wollte ich noch wegtun. Genau. Und jetzt bin ich eigentlich mit den Easy Waves fertig. Jetzt muss ich es nur noch testen. Aber das Testen, das werde ich, glaube ich, ohne Dingens machen. Wie heißt's? Wie heißt's? Sag's mir. Sag's mir. Ohne Aufnahme. Und dann. Ja, was können wir als nächstes? Die nächsten 20 Waves von normal und schwer. Weil die haben eigentlich dieselben Waves. Nur das Ding. Beim einen ist es dann auf Spiel Schwierigkeit normal und beim anderen ist es auf Spielschwierigkeit schwer. Dann würden noch fehlen auf Extrem Waves 20 bis 30. Und dann würde noch die Waves 3 bis 3, ja, 30 von Impossible fehlen. Weil da habe ich bisher noch nicht viel gemacht. Nur den Wither Boss. Genau. Ach ja, hier ist meine Useless Machine. Boah, hier habe ich auch wieder Frame-Einbrüche. Vielleicht weiß das gerade lädt. Ja, meine Useless Machine, die macht das da. Mir war langweilig und ich wollte noch irgendwas bauen. Und keine Ahnung. Ist auch witzig, wenn man hier reingeht. Dann kann man sich nicht mehr in Game Mode 1 tun und yay. Und dann muss man sich töten. Und dann kommt noch die ganze Zeit das Geräusch. Yeah. Und dann muss man wieder zu der Maschine. Und die ausmachen. Fragt's nicht, warum ich das so gemacht habe. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was ich hier noch machen wollte. Das kann ich eigentlich kopieren. Und hier hin machen. Zack. Und zwar mache ich den Spawn Point von allen mit bla 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 bla
in das Teil da rein. Das hier. Also ich mache jetzt Gold Players Reset Happy White. Und wenn ich jetzt sterbe. Wenn ich hier. What? Ups. Game Mode 1. Minus 026 3276. Nein. Ach. Game Mode 1. So. Minus 026 84, weil wegen der Pressure Plate 4.0. Wegen der Pressure Plate da. Kommt dann meistens, glaube ich, immer, dass das nicht geht. Scoreboard Players Reset Happy White. Und wenn ich jetzt Slash Kill mache, dann spawn ich hier. What? Eins, null, zwei, sechs. 1026276. Set Happy White Spawn Point at C. Spawn Point Happy White hier. 4.0 ist not a... Oder habe ich da ein Komma gemacht? Ah, doch so. Moment, ist dann Komma richtig? Hä? Sonst geht es doch. So, und jetzt Slash Kill. Ah, okay, daran lag's. Okay. Score Players. Reset Happy White. Slash Kill. Ich auch wieder gereset. What? What? Steht da noch 4.0 drin oder was? Ach, mein Gott, ich weiß warum. Ich bin doof. Das da, deshalb. Mein Gott. Ich wusste doch, ich habe den Spawnpoint irgendwo schon gesetzt. Aber ich möchte ihn doch da drin haben. Weil wenn man so stirbt, dann hat man die ganzen Dingens nicht. So, und jetzt Scoreboard. Na, einfach umdrehen und den Knopf drücken. So, wenn ich jetzt sterb, spawn ich wieder da drin. Gut. So. Oh Mann, ich bin doof. Okay. Ja. What? Wieso? Jetzt schon gerade nämlich nichts drüber. Genau. Ich wollte noch was zeigen, euch lieben Zuschauern. Und zwar hab ich. Machen wir es hier. Das Megateil. Gemacht. Oder Moment. Ich zeig's lieber hier unten. Und zwar. Es gibt ja die Wave 31 und man bekommt gesagt, Moment, immer ist es so, man bekommt ja immer gesagt, wie hier jetzt Wave 30 und jetzt habe ich das so gemacht, bei Wave 31 steht das so dran. Zwar in keiner Farbe, aber halt so. Und das dachte ich mir, ist vielleicht ein kleines Feature für das da halt, dass es, ja. Ah, ich kann so gut erklären. Dann ist halt ein gutes Feature. Dann denkt man, oh, was ist jetzt los? Oh mein Gott. Und so. Das habe ich hier jetzt auch zum Beispiel gemacht. Boah.
Ich auch wieder mega Lags. Scht. Da kommt auch, ja, der Wither sagt einem das und der Wither sagt einem das und das und das und dann spawnt er. Ah. Also dachte ich, ist vielleicht ein ganz witziges Feature, das zu machen. Und das sieht sogar im Command-Block so aus. Moment, nein, das ist der falsche. Der da. Wenn ich jetzt hier nach links gehe, dann. Wow. Und da steht eigentlich: Hello, you tiny ant. Also, hallo, du winzige Ameise. I think I'm going to kill you. Ich glaube, ich werde dich töten. So be prepared, also sei vorbereitet. Here I come. Ja, hier komme ich. Und ich finde das voll lustig und ich musste dafür extra. Ihr seht, hier steht so das Zeichen und K. Und das Zeichen, das kann man nicht kopieren und so in Minecraft einfügen. Also das ist voll komisch. So, jetzt gemacht. What, habe ich das gerade kopiert? Nee, ich habe das K kopiert. Ne, das ist voll komisch. Also ihr seht, ich drücke jetzt nach links, bin ich bei dem Zeichen. Ich drücke jetzt nach rechts, bin ich schon wieder bei dem Zeichen. Nee, und ich kann das nicht kopieren. Ich habe jetzt Steuerung C gedrückt und Steuerung V und das geht nicht. Und ich habe dafür einen extra Filter von Sethbling benutzen müssen, der halt Colored Command Block Text macht. Das geht genau gleich. Nur dass man es so macht, dass statt hier, dass hier ein K steht, hier steht da zum Beispiel eine 3. Und dann ist es die Farbe hier. Und das geht dann eben mit B. Nein. Mit irgendwas geht es auch noch. U? Nee. Mit irgendwelchen anderen Buchstaben geht es auch. Ups, prepared. Mit irgendwelchen anderen Buchstaben geht es auch nur, dass es halt dick ist, also fett und underlined und durchgestrichen und kursiv. Und wenn man K macht, dann kommt halt das. Z? Nee. A? Arschgrün. L? Ja, genau, L ist dick. So wie es jetzt ist. Und K ist halt das da. Was aber komisch ist, wenn man so macht, jetzt habe ich das auch alles zusammengeschrieben, ist, also einen Abstand macht, dann wird nur das der Anfang. So. Also nur das erste Wort. Ist ein bisschen komisch. Früher war es auch so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 4 mache, dann ist es dieses Rot. Und hier jetzt noch das mache, dann ist es da jetzt auch weiß. Und das war früher eben nicht so. Das muss man jetzt wahrscheinlich vor jedem Wort tun, dieses was ist denn das? Gesetzeszeichen, oder? Wie nennt man das? Paragraphenzeichen. Wenn man das macht und dann halt was danach, dann passiert das eben. Das heißt, man muss es vor jedem Wort machen, man kann es aber nicht eintippen, also das wäre ja Shift und die 3, aber das geht nicht. Also, ich drück hier drauf. Mit den anderen Tasten geht's alles, aber das finde ich schade, dass man das irgendwie nicht eingeben kann. Das ging, soweit ich weiß, in der einer älteren Version. Da konnte man es zumindest noch kopieren und da wieder einfügen. Also mal schauen, vielleicht kann ich das so machen, dass ich die das in einer, wobei. Nee. Nee, nee, nee.
Das würde keinen Sinn machen. Genau. Also, boah, jetzt fängt es schon wieder an, so rumzulaggen. Und wieso ist jetzt das Teil ausgegangen? What? Ist gerade der Strahl weggegangen. Jetzt kommen sie wieder. Okay. Ich gehe jetzt hier mal wieder raus, weil hier fängt es auch wieder voll an zu laggen. Und naja. Dann höre ich aber für heute auf. Ich habe jetzt die Waves alle endlich fertig gemacht von Easy. Ich werde sie dann noch testen. Und dann, naja, dann sage ich aber bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen.